Mittagessen. Und ich mache mir einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Und wenn euch das interessiert, wie ich das zubereite, dann bleibt einfach dran. Für meinen Tomaten-Mozzarella-Salat nehme ich den Beelife-Mozzarella. Der ist von Aldi, meine ich. Ja, der ist von Aldi. Den schneide ich einfach in kleine Stückchen. Also erstmal in Scheiben und dann eben in Würfel quasi. So, zu den Tomaten. Die können wir jetzt mal rübernehmen. Und dafür schon mal den Mozzarella hier reingeben. Also das, ich esse wirklich die ganze Kugel. Das sind dann 5 Punkte, diese Light-Version. Und Eiweiß ist immer gut. Und Mozzarella ist ein sehr guter Eiweißlieferant. So, und die, lasst mich überlegen, ich glaube, die halbiere ich nur. Und schneide hier auch immer noch den Strunk hier raus. Genau. Ja, nachdem ich alles geschnitten habe, sprich Mozzarella und die Cocktailtomaten, gebe ich einmal die Kräuter drüber. Das sind einmal jetzt hier italienische Kräuter von Alnatura. Die fülle ich immer in dieses Tupperdöschen ab und gebe das einfach drüber. Pfeffer und Salz gebe ich natürlich auch noch drüber. Und sogar ein bisschen Chili mache ich diesmal auch noch mit dran. Probieren wir mal aus. Und dann gebe ich einen Esslöffel von dem Balsamico-Essig drüber. Eigentlich wollte ich hier diesen neuen drüber machen. Diesen neuen Essig Feige. Ich denke, das würde auch ganz gut passen. Aber ich kriege die blöde Flasche nicht auf. Das muss mein Schnuggi mal machen, wenn er da ist. Ich kriege die einfach nicht auf. So. Und dann, ihr werdet gleich staunen, einen ganzen Esslöffel Olivenöl gebe ich dran. Olivenöl ist gut und die 3 Punkte ist mir das Öl auf jeden Fall wert. Es ist ein sehr, sehr leckeres, schmackhaftes Öl. Das habe ich ja auch aus Südtirol mitgebracht. Letztes Jahr vom Skiurlaub, wie ich ja schon berichtet habe, habe ich noch genug. Naja, ja, halb voll ist sie noch. Ich habe ja noch ein anderes und verwende ja auch oft anderes Öl, sprich Rapsöl und so. Deswegen ist das noch nicht leer. So, und dann mische ich das Ganze einfach mal durch. Frischen Basilikum habe ich jetzt leider nicht da. Das wäre natürlich jetzt noch ganz toll gewesen, aber diesmal leider nicht. So, und dann koste ich mal. Ich lasse es natürlich dann auch noch ein bisschen durchziehen, bevor ich das dann wirklich wegschnabuliere. Na? Mhm. Schon immer nachwürzen. Ein bisschen Pfeffer. Und dann ein bisschen Salz. Und dann schneide ich mir jetzt noch eine Scheibe von diesem Brot von Aldi ab. Ich hatte ja neulich gesagt, dass das womöglich ein Sattmacherbrot ist. Jetzt hatten wir das gestern nochmal im Weight Watchers-Treffen diskutiert
Wie gesagt, zwei der Teilnehmer haben, seit sie mit Weight Watchers angefangen haben, jeden Tag eine Sattmacher-Tage gemacht und haben dieses Brot dafür eingesetzt bei ihren Sattmacher-Tagen. Und es hat funktioniert. Also die haben über 20 Kilo jeweils abgenommen, dieses Pärchen. Von daher, ich meine, das muss man immer ausprobieren. Für die einen funktioniert das vielleicht, für die anderen nicht. Vielleicht verträgt der eine auch gar nicht so gut Brot. Und ja, dann funktioniert es halt nicht so gut. Ja, also das ist jetzt im Grunde mein Mittagessen. Vielleicht mache ich mir auch noch ein bisschen Margarine aufs Brot. Wobei, ich habe ja einen guten Esslöffel Öl mit dran. Eigentlich brauche ich das jetzt nicht mehr. Nochmal kurz zum Brot. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich, ob es das jetzt oder das andere Brot, das Herzhafte oder so heißt das. Wie gesagt, aber die haben mit dem immer abgenommen, ihre Sattmacher-Tage gemacht und das hat funktioniert. Aber unsere Leiterin hat gesagt, die Teilnehmerinnen, die das immer essen, die sollen das jetzt einfach mal mitbringen, beziehungsweise die Zutatenliste, die ja da drauf abgebildet ist, beziehungsweise wie auch immer. Und dann schickt sie das zu Weight Watchers ein und klärt das mal ab, ob das wirklich ein Sattmacherbrot ist oder nicht. Ja, und jetzt esse ich, weil ich habe Hunger. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und bis ganz bald. Tschüss!